Wir sind zurück heute bei ADR Tele, auch pünktlich für das parlamentarische Rentree. Begrüßen euch auf dieser Platz ganz herzlich. Und heute sind als Titel von dieser Sendung. Der ADR möchte nicht nur mit Politik für die Leute, sondern auch zusammen mit den Leuten am Land. Das ist im Nationalkongress, das kann ja noch mehr deutlich gehen wie sonst. Wie weit du den Gast Gibérien seine Tränen nicht mehr zurückhalten konntest, sehen wir nun gleich. Wir haben den dingstehlsten Deputierten an einen von den beliebtesten Politikern von Lützeburg auf seinem letzten Tag an die Chamber begleitet. Mit seinem Successor Fred Kolb waren wir bei der Veredelung dabei. Der Gast Gibérien war sozusagen geboren für die Politik. Am Schluss präsentieren wir euch einen flotten kleinen Film über sein Leben. Den 13. Oktober, zeitgleich mit einer Klimamanif für den Städter Cercle, war es soweit. Den Tag von der parlamentarischen Rentrée an den engsten Gast Gibérien sein allerletzten Auftritt als Deputierten. Ja, den hat das der letzte Tag, wo es an eine Chambersitzung geht. Was ist das für Gefühl für dich? Erinnert die Stadt vielleicht auch auf Freie und die allererste Sitzung? Aber wenn ich 31 Jahre zurückdenke, Rentrée parlamentär, weil heute das für Rentrée parlamentär. Das war der memorable Tag von den Ning Independence Deputierten Feier von der Geringen Gamma Glei, die Kommunisten, auf Feier von 65, die uns nicht so rangegangen sind wie heute. Frei, froh, mit dem uns immer an Trappen gesagt haben, wir müssen manifestieren, für ihre harte Rechte als Deputierten zu kriegen. Aber wir sind dafür 10 Sitzungen ausgeschlossen, das ist der Anfang von meiner Karriere hier in der Chambre, die war viel mehr stürmisch wie nur der Schluss. Von den Flotten da, also ich selber decidiert, an Pension zu gehen. Und ich freue mich auf den Tag von der Pension, also ich freue mich umso mehr, weil ich weiß, dass ich gute Nachfolger von Fred Kolb kriege. Nur 31 Jahre hat die ganze Chambre dem Gast Gibérien herzlich Adi gesagt. Die politischen Dinosaurier, wie das bei der Presse hier bezeichnet wird, geht auf Pension. Der Gast Gibérien kann wirklich über ganz lang politische Karriere zurückgucken, die sich sowohl um gewerkschaftliche, kommunalen wie auch um nationalen Plan aufgespielt wird. Seine aufwissungsreiche Interventionen hier am Plenum werden euch sicher fehlen. Sie waren manchmal der Pfeffer am Salz an den Debatten. Ein bequemer politischer Gegner als der Gast Gibérien nicht. Hier nur sicher, mehr wie ein Keier, der Fanger politisch vorne gelöst an Debatte lanciert. Hier wird keine Auseinandersetzung gescheit. Als schlagfertiger Redner als hier sein politischer Gegner nicht oft ein Antwort schuldig blieben. Auf seine Manier wird hier viel zur pluralistischen Meinungsbildung beigedrungen. Auch sein Engagement an seine Menschlichkeit werden uns fehlen. Gast, wir wünschen dir viel Frieden an der nächsten Etappe von deinem Leben und das bei bester Gesundheit. Merci vielmals, Gast Gibérien. Du warst ein Gast, den hat vier Mal den Leuten aus dem Volk Merci gesagt, die für hier gestimmt haben. Meine Wähler, die mit Chance genommen, immer rum hierhin zurückgewählt zu gehen. Meine Partei, die der Mächtig tut, weil wenn wir alle hier sitzen, keiner sitzt hier, weil er länger ist. Jeder sitzt hier, weil er noch ein Licht war, wo er Kandidaten dabei hat, wo die Stimme von dem Letzten so viel wert war wie die Stimme von dem Ersten. Und die Freundschaft, die ich von ihr gekriegt habe, die hält heute nicht ab. Für das sage ich euch merci und ich bin froh, dass wir als Freund Ferner und Freund Aluga Heibannen an Zukunft noch immer werden weiter als Freund begegnen, ein paar Tölen zusammen schwätzen und weiterführen. Ich, Aluga, wünsche euch alles, alles Gutes. Dass ihr auch die Chance gibt, ein Kehr selber zu decidieren, für aufzutreten. Nachher, merci, bonne Chance, und bleibt gesund.
Der Gast geht an den Fred Kolb könnt für die Veredigung am 14. Oktober zusammen mit seiner Frau Rita, die sich diesen feierlichen Moment natürlich nicht wollt entgehen lassen, am Team am Sitzungssaal dabei wollt sein. Herr Kolb, ich bitte Sie, den Eid zu lesen, so wie es am Artikel 57 von unserer Verfassung vorgesehen ist, an den folgenden Wortlaut wird: Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Hier, wenn ich griff die Rechtshand für den Eid aufzulehnen, also nur mir, je le jure. Je le jure, je jure. Es gibt Akt vom Eid von Herrn Fred Kolb. Herr Kolb, der sind nun zu Mamba von der Chambre programmiert. Meine Felicitationen. Das Usus, dass alle neu gewählten Deputierten ein Untrittsrede halten dürfen. Ich glaube, wie wir jetzt dann fortgehen, und ich wünsche dir eine spannende Chance an deinem neuen Amt. Herr Präsident, liebe Damen, liebe Herren, es sind immer so frisch drauf, heute für das hier stehen zu können, an Nachfolger vom Gast Gibérien zu sein. Ich bin übrigens quasi lo dieselbe Alter, wie die Gast Gibérien hat, wie hin an die Chambre gekommen ist, 1989. Der Gast war während 31 Jahren eine von den prägendsten Figuren hier im Parlament. Und ich will ihm ein Merci sagen für das, was er gelegt hat, für die Nation, für das Land, für die Leute. Und ich will ihm auch Merci sagen, dass hier eine junge Chance gibt, mit Zeiten noch zu regeln an die Chambre. Es ehrt mich, dass eine Persönlichkeit für die Gast Gibérien ist, mir sein Vertrauen schenkt und mich voller Ganz unterstützt. Wie wird sie nicht hallo heute? Ich meine so zu können, dass besonders zwei Engagemente von mir dazu gefeiert haben. Der eine, dass mein Engagement am Referendum 2015 und der andere, dass mein Engagement für als Spruch. Es ist nicht kein, der wollte an Politik gehen, ich war ganz zufrieden. Mit meinem Leben, ich habe eine Familie, ich habe viele Interessen, ich habe viele Hobbyen. Ich bin Präsident von einem Fußballverein, was mir ganz viel Freude macht. Aber es hat mich gesteuert und abgewollt, wie ich an der Referendumskampagne 2015 gesehen habe, dass der Wille, dass die Meinung von vielen Leuten nicht respektiert wird und auch teilweise ignoriert wird. Daraus habe ich mein Engagement hier gezogen, für mich mit viel Ausdauer und Ersatz hier anzusetzen, für auch eine andere Meinung zur Geltung zu bringen. Und ich will dafür heute besonders Merci so meiner Familie, meiner Frau, meiner Kinder, die mich auf dem Weg begleiten und mich weiter begleiten. Wenn ich als Familie zusammenhält, dann kann ich vieles erreichen. Ich bin noch ein großer Naturfreund und ich habe immer die Inspiration, die komplexen Zusammenhänge in unserer Welt zu verstehen. Und das hat mich dann auch dazu geleitet, für Geografie zu studieren. Geografie betrifft viele verschiedene Bereiche. Einerseits Nationen, Kulturen, Populationen und ihre strategischen Interessen. Dann aber auch Geologie, Klimatologie. Und dann aber auch Sachen wie Landesplanung, Urbanismus, Mobilität, Soziologie, Demografie, Bevölkerungswachstum. Ich werde probieren, hier meine Expertise in diesen Bereichen mit in die Chambre zu bringen. Ich habe noch bei 17 Jahren Schule gehalten und ich hatte an der Zeit über 3000 Schüler am Unterricht. Ich habe an der Zeit ganz viel engagiert, auch gut Professoren gesehen und auch viel gute Schüler. Ich habe auch viele Probleme gesehen. Probleme, die ihr gesagt, wenn ich im Terrain ist, beide Leute. Und ich konnte so prägend und wichtige Erfahrungen machen. Viele Junker und ihre Familien haben es schwer, Fuß zu fassen am Leben und das durch einen hohen Konkurrenzdruck um Arbeitsmarkt und um Wohnungsmarkt. Wir müssen besonders die Jungen eine valable Perspektive anbieten. Eine Perspektive, die das Fundament an der Tisch eine adäquate Arbeit finden, sich eine Wohnung zu leisten und eine Familie zu gründen. Diese Perspektive müssen wir all unsere Jungen anbieten. So können wir auch die Familie an ihrer Rolle an der Gesellschaft stärken. Ich werde mich heute für die Leute ersetzen, die mich schwer haben, und ich werde an sie denken, wann ich meine Entscheidungen treffe.
Ganz viele Herausforderungen kommen dabei zu. Wir sind eine kleine Nation, ein kleines Land, ein kleines Volk. Wir haben dieses Land geirrt von unseren Eltern, unseren Großeltern oder von den Generationen, die vor uns hier waren, an einem ganz guten Zustand. Und wir müssen dafür dankbar sein. Und wir dürfen die Opfer und die Sakrifizien, die sie für uns gebraucht haben, und auch für die Freiheit von unserer Nation, nicht vergessen, und wir sollen uns verpflichtet fühlen, für unsere Kinder, Kanzkinder, an den Generationen noch als Land an dem bestmöglichen Zustand weiterzugehen, so wie wir doch gruten. Ein klarer politisch Linie an nur beim Volk, so hat sich die Alternativ-Demokratische Reformpartei auf ihrem Nationalkongress an der Deichhalle zu Ettelbrück präsentiert. Am Gegensatz zu den christlich-sozialen steht die DDR geschlossen zusammen und ist so gut abgestellt wie noch nie. Eine Partei ohne ideologische Scheuklappen, die sich kompromisslos für die Meinungsfreiheit ersetzt. Die rund 100 Membres haben am Kader von diesem Nationalkongress drei wichtige Resolutionen mit großer Majorität angeholt. Das über das Logement, den Klimaschutz und die Migrationspolitik. Wichtige Politikfelder, die natürlich auch eine größere Rolle bei den Chamberwahlen an knapp drei Jahren werden spielen. Just für die Runde hat der Parteipräsident dazu aufgerufen, für das Resolutionen massiv zu stimmen, das natürlich für die DDR zu stärken. Das ist die einzige Partei, die rät von damit, die bierjährlich konservativ Werte nach Vertritt. Wir sind nicht nur jetzt gerutscht, die anderen sind auch noch längst fortgelaufen. Das ist nicht die Frage, wie weit sind wir jetzt, das ist die Frage, wie weit links von damit sind all die anderen Parteien. Da die Regierungsparteien noch immer keinen Zukunftsplan für das Land haben, und doch noch immer nicht zu einer richtigen Wurstemsdebatte kommen, das ist ein Hohn. Ein Land, an dem die letzten Jahre in Schallau und nicht so gesagt dürfen, ergehen, für die langfristige Absetzung vom Land an alle Bereiche zu garantieren. Das spezielle Hinblick auf die Interessen von unseren Kanner, Alkanskanner ihrer Zukunft. Die politisch Responsablen haben just den nächsten Wahltermin am Blick und längst ideologisch ausgerichtete Ansichten. Aber wenn er nicht pariert, wird er in den anderen nicht gedrückt. Kein Respekt und keine Toleranz zu legen gegen eine Meinung respektive Fehlstellung haben. Da wäre der Konstat, dass an der Corona-Krise der Konfinement nicht nur ein negatives Aussicht hat, viele Familien sind durch die Journeys Mino bei Ihnen geregelt. Sorge machen dagegen bis heute Corona-Restriktionen, die gegen den gesunden Menschenverstand gehen. Das Krise wird auch Schreckliches mal zu sprechen. Viele von uns haben an harten Familie, an Alters- und Pflegeheimen und auch an der Klinik. Das Absperren von unseren Liebsten, das Isolieren während Wochen am Mond hat mich tief getroffen. Es hat mich immens traurig und schrecklich rosig gemacht zu sehen, wie so manch Drama sich aufgespielt hat, weil auf der einen Seite als Liebsten auf eine unmenschliche Erde weiß, länger muss sie leiden und sogar länger verlassen muss sie sterben. Die Regierung ist am Gang, das Volk immer mehr stark erzählen zu wollen. Das gibt Dave Blicke los. In Informationskampagnen, Sensibilisierungskampagnen, zu dem Gefühl, die Regierung würde mit einem Völkchen zu dienen, was à la base xenophob ist, homophob, transphob, qui dit mieux. Und wie soll jemand die Arroganz umgehen? Ich kann nicht so, wie wir am Eislik mit der Arroganz umgehen. Es geht am Eislik ganz da oben ein Dorf, das heißt Huldang, für die Leute, die nicht wissen, wo das noch Dorf von Beislik. Und da gibt es den Betrieb, der verkauft Gemäß. Und der Betrieb, den heißt Innen von der Oven. Oder für es richtig auszuschwätzen, Innen von der Waffen. Und ich fand sich ganz gut, den Innen von der Ofen. Weil mit der wir nie vergessen, dass die Leute innen mehr Pouvoir haben wie die Ofen. Und der wir nie vergessen, dass wenn wir innen die Leute austauschen wollen und erzählen wollen, vielleicht sollen wir mal aufhängen, Ofen die Leute zu erzählen und Ofen die Leute auszutauschen. Als Sache Schutz vom Klima sei die Panikmacherei von den Geringen und auch von den Medien ganz kritisch.
DDR plädiert für mehr Realismus an den Ende vom unkontrollierten Wüsten vom Land. Umweltschutz, wie auch Schutz von unseren Ressourcen, leidt uns um Herzen. Und das ist wichtig für die nächsten Generationen. Das ist etwas, was alle reasonablen Menschen unterstützen können, ob nur in den extremsten oder in die moderatsten Szenarien von Erderwärmung lebt. Wie das was wirklich gefährlich ist für unsere Gesellschaft und auch für die Umwelt, als ein radikal Wende zu machen, ohne viel darüber nachzudenken, über die wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen, weil auch die Grünen wissen nicht, was für eine Technologie sich wird in Zukunft gut oder schlecht entwickeln. Gefährlich ist doch, sich nicht auf das Reduzieren von CO2 zu obsidieren und andere Faktoren zu ignorieren. Den unmusischen Wüsten hat auch den Mangel im unbezahlbaren Wohnraum mit verursacht. Und für das sich nicht mehr jung steht, ein Wohnung am Land können leisten, plädiert DDR unter anderem für den sogenannten Portage Français anzufeiern. Etwas wird erlaubt, für dich Haus zu bezahlen, und recht, wenn das aufbezahlt ist, den Terrain. Wir wollen, dass es hier am Land erschwinglich Mietwohnung oder wirklich ist. Weil wir stehen zum Recht von den Leuten, Vermögen abzubauen, so wie als Eltern und als Großeltern der Kontinent. Aber wann haut viele Junker sich noch können, ein Wunsch legen? Dann ist es, weil ihr Eltern oder ihr Großeltern das tote Recht nach hat. Und das Regierung geht in eine Richtung, wo nach Schuss dabei Amphitheotik geht, mit einem Verkaufsrecht von der öffentlichen Hand. Die Leute gehen löriert, sie gehen umgeschossen. Sie kriegen gesagt, du kannst hier ein Haus kaufen. Wir wollen zu denken, Verkehrskäufe mir dort zurück. Auf EU-Niveau und auch zu Lützeburg müsste dann endlich Schluss sein mit einer falschen Asyl- und Migrationspolitik, die dazu gefordert wird, dass die Frist zwischen den Mamba-Ländern entstanden sind. Wir betonen gleichzeitig, dass wir als ADR immer, und so und dann noch streichend dreimal, immer da sind, für Leute politischen Asyl zu gehen, die verfolgt gehen, die als Hilfe brauchen, wie nicht sie oder ihre Familie unter einem diktatorischen Regime zu leiden. Wir sind auf der Seite von den Leuten, die verfolgt gehen, und das Asylrecht darf nicht auf Vorgestalt gehen. Aber wenn man... Wenn man will, dass das Asylrecht erhalten bleibt, dass die Großzügigkeit, die Menschlichkeit, die daran erleidet, die fantastische Gedanken, wie Leute daheim zu gehen, die sonst müssten leiden, wenn wir wollen, dass die Akzeptanz dafür erhalten bleibt, können wir nicht hier gehen, also wir machen einfach Grenzen auf für jeder, der ihn sieht, braucht Asyl, was man nicht wirklich braucht. Am Schluss vom Kongress war nun Zeit für den dienstältesten Deputierten vom Land, merci zu sagen, für seinen langjährigen Ansatz, wohin die Partei an der Chambre mit Bravour vertraut wird, an Loh an Pension geht, für von Fred Kolb ersetzt zu gehen. Der Gast war überrascht und ganz ergriff, dass jemand gleich ein paar ganz flotten und persönliche Kadoen geehrt ging, durch ein Buch über sein Leben mit dem Titel Gast Gibérien, Geburt für die Politik, und auch der Film mit einem Hommage hier von unserem Team von ADR Tölle. Was da wohl auch der Meinung geschieht, ist, dass all meine Fantasien und Dream überschreibt. Ach genau, wer das nicht gewinnt. Und ich kann nicht mehr merci sagen. Der Gast müsste sich überdems keine Sorgen, dass die Alternativdemokratische Reformpartei die nächsten Wahlen auch ohne hier gewinnt. Als Partei ist heute personell so gut aufgestellt, wie sie noch nie war. Und du hast doch einen guten Zeitpunkt, hier zu gehen. Und ich meine, der Fried hat halt den Alter, wie ich für 91 Jahre hatte, wie ich angefangen habe. Und ich verneige mich dankbar für diese Partei. Merci. Kein Sorge, der Gast Gibérien bleibt der Partei als Ehrenpräsident erhalten. Nur das auf der Gruß von Jean Chausse sind es minutenlang Standing Ovations von dem Mamba-Regime.
Der Gast Giberien als ein Freisinger Beruf. Auch schon ganz frei, mit 12 Jahren, hat ihn sich für die Politik interessiert und ging an den Gemeinderat, für dort Debatten noch zu lauschen. So hat alles angefangen. Und nur als der Gast zu einem von den beliebtesten Politikern am Land ging. An unserem Filmhommage vom Gast präsentieren wir euch verschiedene Stationen von seinem Leben. Das ist halt Tradition, dass heute zu Freising halt der Leichendag gefeiert wird, dass man halt bei uns dann freien als Sänger sind er selbstverständlich dann dabei. Das wird sich so ergehen. Ich gehe immer recht nur der Mass fehlen. Es sind relativ überzeugt, dass wir halt am Süden den zweiten Sitz machen. Ich habe noch einmal schon wissen, ob das dann so ist. An der Realität wäre es ja so, dass ein Aktionskomitee für Rentengerechtigkeit 87 sich manifestiert hat, und da war der Gast schon eh von den Initiatoren, eh von den Leitern der Richterei. Ich war derzeit Präsident vom Freie Lützewer Bauernverband, und wir haben uns bei uns intern viel Gedanken gemacht, wer den können erholen, für das Bauernpensionen, Winzerpensionen, dass die sollen auch können angehoben gehen. Du wärst am Juni 88 darum, wo wir eine Interview hatten, du wärst der Gast doch dabei. Und wir wünschen dann, dass dir den Medien Druck daran macht, dass auch die Petitionskommission von der Chambre daran gucken geht, an die Dossier, und dann dem Wunsch entsprechend von den 10.000 Leuten noch könnt an für sich dann ein besseres Sozialgesetz zum Eisen Wunsch, nur eine Volksversicherung mit gleichen Pflichten, mit gleichen Rechten für alle Bürger aus dem Land anzufeiern. Merci, ich finde, dass du alles im Radio von hier. Also ich meine, das war die erste Mal, wo wir zwei in Leben begegnet sind. Gut, Zehn war damals schon in den Kader vom NGL schon öffentlich abgetraut, als ein Naturtalent, das muss ich schon sagen. Der Gast war mal ewig Kerz, wo es immer noch eine Versammlung, wo es immer die einen oder anderen Spicht zu erzählen, ich war auch gerne dabei. Aber auch die Zeit, ganz am Anfang, waren Chefen an der Gemeinde zu Freising, dann noch für die Bürgermeister. So hat sich entwickelt. Mit dem Gast war immer nur beim Volk, war auch Seelen auf seine Erbigkeit, hat immer für seine Kollegen gesagt, er war immer bei der Leckte Reise links, durch die Arbeit, dass er da geschafft hat. Er hat immer Kontakt zu allen Bürgern. Irgendwo, manchmal haben wir zwei noch eine Welle getickt. Kitter dich. Lohn, die allererste Reunion, die wir hatten, noch nicht mehr so viele Erinnerungen haben, was viel mehr hängen geblieben als das war die erste große Versammlung, die wir hatten. Da war hier noch der Herr Prätner, den die Leute nicht mehr hatten, wo dann noch letzten Endes dezidiert ging, als wir gingen, mit den Pferden gehen. Wir sind überzeugt, dass die große Majorität von den Lützeburger aufhängt, umzudenken, und die brauchen keine Leithammeln mehr aus den drei traditionellen Parteien. Und dafür sollen wir schauen im Kongress, wir kommen, kommt, geht mal. Es war am Anfang gar nicht so einfach. Wir sind eigentlich von den großen Parteien vielleicht nicht ignoriert, aber regelrecht in der Dreck, die muss keine Mittel kriegen. Und da war der Gast doch ein, der mit vier Beiwerfen zu sagen, dass du los musst nicht bieten. Du kommst zu der Treppebesetzung, die wir mit den anderen Non-Escrits zusammengemacht haben, wo wir auch Brüder von der dem die Chambre-Präsidentin ziemlich brutal von der Gendarmerie von der Treppe geholt. Sie gehen mehr Tatsachen, wir hatten Erfolg. Wir haben die Maja gekriegt, man konnte besser funktionieren. Da war der Gast doch den, das muss ich ihm lösen, er hat ein Organisationstalent. Aber der Gast hat immer, und das war immer sein Stärke, hat doch immer ein gutes Team auf seiner Seite, weil ohne Team möchte ihn dann in der Politik nicht ganz viel. Wir waren immer bescheiden und wir waren immer zugänglich für alle Probleme. Und uns auch immer im Seitpersonal, wenn ich das so darf, immer intensiv gekümmert, dass nichts an das soll kommen. 1999 war eine Aktion, die sich die 7 Sitze verschärft hat. Das hat Schiedfrenis neidlos unerkannt. Wir hatten auf der letzten Seite vom Pfefferkehr, die landesweit verdeelt ging, ein ganz großes Tabelle gemacht, wo von einer Partei Karrieren, die allmensch kannt hat, angefangen vom Bischof derzeit bis Ruf,
bei den de Garçons des Hall oder wie soll ich ihn nennen, beim Staat, die, die eigentlich von den Manns die kleinste Karriere. Dummer, was aktiv gehalten ist und was vielleicht noch verschiedene Bonifikationen wären, er wird hier nur für eine sechste Pension wäre. Und dann leid mal auf ein paar Schiffe gesehen. Das hat schon ein Eklär dabei gemacht, wie bis dahin nach Gewehr. Auf meinem festen Erbesprogramm steht noch für den ADR aus der politischen Landschaft zu Lützeburg weg zu kriegen. Geht die Süde verloren stark, für die Zukunft weiter zu schaffen und das, was Herr Juncker hier gekündigt hat, an der Zukunft zu konterkarieren. Wo man die 7 deputiert hat, was kein Mensch sich erwehrt hat, das war nicht korrekt, was er gesagt hat, aber ich kann da irgendwie nur vollziehen, dass das so rose war, dass das hat mir nicht nötig gehabt. All die Jahre, das sind rund ein Dutzend Jahre, wo ich mit dem Gast zusammen in der Chambre war, auch eine Zeit neben dem Team sitzen in der Chambre. Und alles von den Abgestanden, als wir zu sehen, habe ich mich mal gefreut. Ich war gespannt, was könnte ich. Weil der Gast war immer für eine Überraschung gut und immer auch für witzige Bemerkungen. Mir nur doch das eine immense Courage gewesen. Dass hin den Einzigen an der Chambre war, von denen, die den Blick den Rang hatten, für das zu machen, für abzustehen und zu sagen, Herr Präsident, das geht nicht. Nur 30 Jahre Sozialisten an der Regierung werden die Gruppe noch nie so groß zwischen Arm erreicht wie los. Das Tatsache. Aber uns Sozialisten, das sind doch alle gut. Also Herr Bodri, von dir akzeptiert oder mir nicht akzeptiert, dass mir so lange wie breit. Dass mir so lange wie breit. Ich lasse mir von keinem, auch nicht vom Präsident, hier vorschreiben, was das so. Hier lasse nicht mir kein Melken auf. Das will ich erst auch gelassen. Ja, okay. Könnt du halt scheitern, wie du willst. Ich bin genauso gut stimmen wie dir. Der kriegt, ja, die Alldeputäten. Die Zeit, ja, der verdroht keine Kritik. Wenn den ersten Spiegel für das Gesicht hat, da geht er raus. Und ich war immens stags hofrisch für den Gast geschwärt. Hofrisch auf hier und hofrisch auf der DR, dass eben so gut Interventionen konnte sein an den Nasser an der Chambre von allen Menschen respektiert gehen, wo beleibt, wenn es seinem Humor, wenn es der Qualität für seine Analysen, und gleichzeitig respektiert, weil er eben auch Courage gewesen hat. Das ist ein guter Lehrmeister gewesen, für Reise, seine Partei, aber auch manchmal für viele andere Politiker. Früher waren sie gegen die Autobahn. Heute sagt der Minister, baust mal nicht mehr. Wir bauen eine Autobahn. Oder der Staat baut eine Autobahn. Nein, ich baue eine Autobahn, sagt er. Das ist eine formidable Entwicklung. Auf der B muss er weggehen, man hat ihn so umgelöst. Auf der Bösch muss gerichtet werden, man hat ihn umgelöst. Auf der Wies muss so betonieren, man hat ihn so betonieren. Und der Witz ist, der Minister heißt Nachhaltigkeitsminister. Darüber kann ich nicht mehr lachen. Ich hoffe, dass ich keine Ringe mehr mit einem Auto hier an der Stadt gesehen. Ich hoffe, dass ich keine Ringe mehr mit einem Auto gesehen. Ich gebe mir nicht mit dem Bus kommen, mit dem Loch, weil auch die verbrauchen Energie. Ich gebe mir Schaden, kommt mit dem Velo. Kommt mit dem Velo. Und auch wenn er trinkt, das darf erst als Kriegen nicht ausmachen. Das ist bestimmt gesund. Fährt mit dem Velo, und man sonst nicht. Oder gibt es einen Fuß? Aber kommt nicht und schreibt den anderen Leuten bis 4 und der kommt selber mit dem Auto hier hin. Ich habe schon die Läschke geguckt, gesehen, er hat drei Ringminister vom Kirchspirsch. Die waren alle drei hier in der Chambre. Da stehen hier drei Dienstwehen hier in der Chambre. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Die müssen dann mit Engem kommen, mit dem Velo kommen, mit dem Tram kommen oder zu Fuß machen. Nein, die sind mit drei Autos vom Kirchspirsch hier in die Chambre gekommen. Und das macht so, die Madame Diespirsch. Die hat den Bus erreicht, zuerst in der Ball für den Dier. Die müssen dann mal jetzt mit dem Bus an den Start kommen. Nein, da fährt ein Regierungsauto, wie ist dann da? So sicher, dann bringt es an den Start. Man fährt dann mit dem Velo. Er schreibt nicht den anderen Leuten, für, sie sollen mit dem Velo fahren. Und die lassen sich mit dicken Autos durchs Land kutschieren. Ich ging behaupten, im Moment wäre keiner an der Chambre, der nicht so gut auf den Punkt kann bringen wie hin. Das kommt hier immer. Hier hört sich auch mehr, ich ging das ehrlich zu, mehr mit den anderen Parteien als er nie gesagt, mit ihren Verblässen, und hat hier Schwerpunkte immer am Handicap. Aber wenn ich zum Beispiel den Reflex hatte, wenn ich attackiert gesehen oder wenn die Partei attackiert ist, für mich zu wehren, dann hat hier den natürlichen Reflex gehabt, hier direkt zurückzuschießen. Deswegen hat immer Munition, das hat ein bisschen, eigentlich auch, was er gemeinsam mit Juncker hat, den auch dafür seine Popularität hat.
weil Teicht Angriff ist die beste Verteidigung. Wir müssen Deputierte bleiben, die sich an der Mitte von der Gesellschaft bewegen, die in Open Ohr hier zuhören haben, die gegen Ungerechtigkeiten vorgehen, an die sich die Probleme von den Leuten anhören. Wir müssen alles Erdenkliches machen, für das kein Ruf von Jean, der da oben an mir hier innen entsteht. Ich meine, das ist noch etwas, was ich nicht darf noch schätzen, wohin der Lützburger Demokratie einen bleibenden Dienst gelegt hat. Ähnlich wie der Robby Mehlen nicht gemacht hat an der Affäre Procola, wo man ja eigentlich durch eine Initiative von Robby Mehlen von der ADR ein Verwaltungsgericht tun. Wo man beim Gast die Situation gehabt, dass der Premier Xavier Bettele wollte für ein Gericht holen und für ein Gericht geholt hat, für seine Quelle gewohnt zu gehen. Und dann hat ein Gerichtsurteil erreicht, was die Rechte von einem Deputierten stärkt. Das heißt, als Lützburg soll also ein Deputierter mundtot verurteilt gehen, weil er seine Arbeit als Deputierter gemacht hat. Wenn sie die Gibirien ruhig gestellt und kondamniert hätten, wären alle Deputierten auch mundtot ruhig gestellt gehen und die parlamentarische Kontrollfunktion von einer Chamber über die Regierung wird zu einer Farce gehen. Statt Deputierten hier Quellen können geheim halten. Das ist ganz, ganz wichtig für als Demokratie und eben auch einem Ansatz zum Gastgeberien zu verdanken. Nur für die Zukunft wünsche ich mir an Eisalgur als ADR, dass wir noch ganz viel und ganz eng können mit dem Gast zusammen schaffen. Dass wir als Gesinn nicht nur auf freundschaftlicher Basis, mit dem wir nach vielen langen Jahren auch können auf sehr gute Rot zurückgreifen. Wir werden den noch lang brauchen, am DAX brauchen. An dir, Gast, du guckst als Jolohai nur bei unserem Kongress, wünsche ich von Herzen alles Gutes für deine Zukunft. Ich sage dir merci für alles, was ich schon darf von dir lehren, all die Hilfe, die es da gegeben hat, all Gutes an die Manier, wie es da durch all die Jahre Politik gefeiert hat. Du hast dem Land Großdenkster gelegt, an uns als Partei und dafür ein herzliches Merci. Und da sind wir schon am Ende von unserer Emission. Ihr könnt uns nicht schon zum Dog auf der Tele zuwehren, aber wir gewinnen auch im Internet bei der RLU und auf unserer Facebook-Seite. Merci, dass ihr mit dabei wart. Bis nächstes Mal.